Heute geht es in Private Nemesis richtig rund und ich versuche nicht nur die größte Wyvern überhaupt zu zähmen, sondern auch gegen den ersten Titanboss zu kämpfen. Wie das Ganze läuft, seht ihr gleich im Video. Lasst doch gerne ein Like oder Abo da, wenn euch das Ganze gefallen sollte, oder guckt mal bei zwei Kanal vorbei für noch mehr Videos. Viel Spaß euch! So Leute, es geht hier heute wieder los und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich mit unserer großartigen Rex-Armee. Die beiden hier habe ich tatsächlich ausgelevelt. Die stehen hier vorne und sie sind auch nicht ganz voll geheilt, aber die haben 1 Million Leben, wenn die ausgelevelt sind. Und ich renne hier schon die ganze Zeit mit meinem Affen rum und drückt immer mal wieder C, weil dann werden die geheilt. Guckt euch das an. Das ist so ein AOE hier von dem Affen und der ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir mehr Rexer haben, können wir vielleicht die Rexer einfach drauf schicken und mit dem Affen die ganze Zeit so ein bisschen heilen. Ich glaube, das kann man vielleicht auch so ein bisschen spammen. Vielleicht die ganze Zeit so machen. Ich weiß auch nicht, ob das dann geht. Nee, die haben jetzt keinen Heal-Effekt drauf. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen warten muss, ob das irgendwie Cooldown hat oder so. Ich dachte so, ich kann vielleicht so eine Rex-Armee die ganze Zeit healen, aber dafür muss ich erst noch ein paar Babys rauswerfen. Das machen wir jetzt gleich auch noch. Und dann gucken wir mal, was wir heute schönes zähmen können. Da ist schon das nächste Ei. Okay, das wurde gerade eingesackt. Und damit werden wir wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, uns zumindest mal den Boss angucken. Wenn er nicht ultra viel Leben hat und super krass ist, werden wir auch gegen den kämpfen. Das ist das Ziel. Dem Affen kann man übrigens keinen Sattel aufsetzen. Ich habe den aber meinen Helm aufgesetzt und der hat 1400 Armor. Also theoretisch sollte der ein bisschen was aushalten. Und mal ganz kurz zu nebenbei, diese Roboter. Die sind absolut das Beste, was es überhaupt gibt. Also hier wird die ganze Zeit automatisch aus meinen Beeten und so alles abgebaut. Das ist dann hier drin. Und der holt das einfach da raus und packt das selber in die Schränke. Es ist einfach so genial. Ich muss gar nichts mehr machen. Ich habe auch einfach 300.000 Kristalle. Ich bin reich. Oh, jetzt sehe ich auch die Cooldown oben rechts. Nature Healing Cooldown. Boah, die ist echt relativ lang. Das ist ja ekelhaft. Machen wir jetzt erstmal aber richtig dicke Heal Potions. Ich habe gerade schon Medical Brew gemacht und jetzt dachte ich, crafte ich erstmal ein paar davon. Wir sind dann vorbereitet, wenn es losgeht. Wenn ich nicht wieder mein Dino einpacke und alle Heal Potions auf dem Boden liegen lasse, das kann auch sein. Also Alpha Bulb Dogs sind ja schon groß, ne? Aber das ist ein richtig dicker Eumel. Oh mein Gott, wo gehen die Dinger alle hin? Oh Gott, was zum Teufel? Da wäre ich fast sowas reingeflogen. Colossal Strike steht direkt daneben. Und das ist einfach ein Baby, oder? Ist das ein Baby-Trike? Ich hab keine... Oh. Ja, nee, ich sollte weg, glaube ich. Hier sind die ganzen Frostbrut-Muddies. Jetzt sehe ich die hier auch mal. Und wie viele? Und da hinten ist eine Demonic Wyvern, ey. Holy moly. Vielleicht eine Frost Wyvern wäre mal ganz cool. Weil die Frost Karkinos war auch richtig, richtig gut. Und eine gute Brutmutter würde ich halt auch nicht nein sagen. Wir gucken gleich mal ein bisschen durch. Wir müssen unser Team noch erweitern, bevor wir zum Boss gehen, glaube ich. Man kann Wyvern nicht nachgucken. Und man kann Frost Wyvern auch nicht nachgucken. Nur Brutmutter und Karkinos. Was ist das denn für ein Scam? Die eine Brutmutter ist 140. Frage ist, ist die so einfach zu zähmen? Das war schon mal ein Hit. Und die ist auch komplett stark. Aber ich sehe auch nicht so super viel. Oh nee, vielleicht auch nicht. Nee, ist sie nicht. Aber die kommt einfach hinter mir her und die hat auch nicht so viel Topor. Wahrscheinlich ist die übel kacke, oder? Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Aber die kann ich auch im Wasser ausnocken. Die brauche eh nur einen Kibbel. So, ein Schuss noch. Und da liegt sie. Jo, die schreit aber ganz schön rum. Einmal schnell nach Hause porten, holen wir mal schnell einen Kibbel und dann haben wir sie einfach. Das war einfacher als erwartet. Da sind wir wieder. Da schwimmen wir mal schnell rüber zu unserem neuen Gefährten. 140er, oh nein. Sind die böse Sachen im Wasser, vor denen ich Angst haben müsste? Ich habe jetzt keinen Dino mitgenommen. Ich dachte, ich könnte hier mal eben schnell hinschwimmen. Oh nein. Und hier geht alles hoch. Hier geht auch alles hoch. Und warum macht die so komische Bewegung? Warum ignorieren mich die Mantas? Okay, ich finde es nicht schlimm, aber warum? Komm her, komm ins Team schnell. Okay. Und draufsetzen vielleicht? Geht das? Okay, nice. Und die macht 1000 Damage. 1000? Habe ich das gerade richtig gesehen? Und ich kann mich nicht bewegen? Wir versuchen mal an Land zu kommen. Der Hai kommt schon her. Hai, bitte nicht. Ich habe hier gerade eine Mission. Ich versuche irgendwie an Land zu kommen wieder. Warum ist man so? Hier, da, frisst das. Leckere 1000 Damage. Und hier, C-Angriff. Oh, das ist der gute Stoff. Ich ertrinke nur fast. Schneller. Schneller, Spinne, bitte. Wie weit haben wir es noch? Oh Gott. Okay, bin gerettet. Alles gut. Aber der Damage war ja richtig gut. Und das ohne Melee-Skill. Warte. 25 Melee. Wir gucken mal. Wahrscheinlich soll ich nicht unbedingt gegen Feuervieh kämpfen. Aber der Test muss gemacht werden. C. An dem Feuer halt wieder richtig wenig Damage. An dem Rest aber 19.000. Nee, und auch, oh mein Gott, 100.000 an Nature. An Nature machen wir noch mehr Damage. So, jetzt gehen die Karkinos, Level 100. One-Shot. Absoluter One-Shot. Oh mein Gott, wir brauchen eine zweite Brutmutter. Und ich weiß nicht, ob die einen Sattel hat, aber wenn die einen Sattel hat, ist die richtig gut. Okay, im Wasser sind wir wieder richtig schnell unterwegs. So, komm mal her, Mr. Golem, Sir.
kurz. One-Shot. Einfach One-Shot. Der hat nicht mal seine kleinen Golems beschworen. Wir brauchen eine zweite. Wir brauchen ein Weibchen dazu. Was mir jetzt gerade wieder auffällt, ist, Frostsachen bringen alles zum Laggen. Also wirklich, das kann sein, dass ich extreme FPS-Drops habe jetzt die ganze Zeit, weil jetzt gerade sind die FPS richtig arschig. Und das ist nur wegen der Spinne, die ich gerade gezähmt habe. Also Frostsachen sind irgendwie nicht so optimiert oder so. Ich weiß es nicht. Bei der Kakidos habe ich dasselbe Problem. Und bei der Brutmutter jetzt auch, wenn ich da hingucke. Aber sie hat einen Sattel. Das ist sehr, sehr gut und den können wir sogar machen. Habe ich Female Level 150 Brutmutter gehört? Ja, habe ich gehört. Und da gehe ich jetzt auch hin, weil wir werden dann ein Männchen oder ein Weibchen haben. Und ich hoffe, es gibt kleine Brutmutter-Babys. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht ja doch. Weil wenn wir den imprinted haben, wird das einfach der Endboss sein, glaube ich. Guck mal, die kann anscheinend sogar Spinnen coden. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich noch nicht probiert mit der. Das müssen wir gleich auch noch testen. Wie gesagt, FPS werden jetzt nicht so Bombe sein, weil hier sind einfach überall Frostbrutmutis. Aber naja, das müssen wir jetzt so hinnehmen. Oh mein Gott, mit den FPS treffe ich ja nie was. Hier sind halt so viele davon. Nur leicht unangenehm. Ich glaube, ich habe auch gerade einfach eine andere getroffen. Ich bin mir nicht mal sicher. Okay, jetzt sind gerade alle ineinander stuck. Ich weiß nicht mal, welche ich von denen treffe. Aber ich treffe irgendwas auf jeden Fall da hinten. Und ja, das ist fast ausgedockt, die 150er. Scheint gut zu klappen. Ja, jetzt habe ich noch irgendeine andere getroffen. Frage ist eher, wie gebe ich dir gleich Essen, ohne zu sterben? Kann ich hier mit irgendwas herkommen und die auslöschen? Mit was komme ich hierher? Das sind echt viele. Das ist allgemein sehr viel, was hier ist. Oh, no, 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 no. Und ich habe auch noch keinen Kimmel dabei. Ich muss nochmal nach Hause. Was tut ihr da alle beide rum? Geht da weg bitte. Nein, hört auf zu schlagen. Weg mit euch. Also ich habe noch nicht so richtig einen Plan für das Ganze hier, aber ich glaube, ich mache das auf meine eigene Art und Weise. Sagen wir mal so. Ah, die ist nicht sonderlich gut. Aber ich glaube nicht, dass ich mit meinem Rex gegen die alle ankomme. Ich will nicht mit meinem Rex hier reinlatschen. Ey, wir können es testen. Da sind auch 1000 Spinnen da unten. Dann nehmen wir den hier mal mit und testen. Ich hoffe, wenn ich mich hinporte, dass ich jetzt einfach oben lande. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Oh. Ja, okay, bin perfekt oben gelandet, wie geplant natürlich. So, Rexy, du kommst raus. Ich hoffe, du hast hier irgendwo Platz. Hier hast du Platz. Und jetzt machen wir wahrscheinlich sehr, sehr wilde Sachen. Ich glaube, wahrscheinlich zu wilde Sachen. Oh Gott, Fall Damage wird so ekelhaft sein und ich kann nicht absteigen. Oh no. Aber ich kann vorher eine Potion reinkloppen vielleicht, oder? Wie lange hält die? Die hält 18 Sekunden, weißt du was? Dann nehmen wir den Fall Damage. Komm, sind nur 4 Brutmuttis. Was soll schon schief gehen, ey? Oh mein Gott. Okay, wir sind sehr drin. Wir sind sehr drin. Aber die hier Potion macht auch Dinge, glaube ich. Irgendwas habe ich schon gekillt. Okay, ja, das läuft gut. Das läuft sehr gut. Gut, dass hier auch keine Spinnen sind, finde ich. So. Oh mein Gott, ey. Kommt alle her. Ich bin sehr langsam, aber ich werde euch alle vernichten. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Die hier Potion ist vorbei, ne? Wir kriegen gar nicht so viel Damage. So, jetzt du noch. Komm ran, Brutmutter Level 20. Morgen bin ich bei dir. Wie unangenehm sind die kleinen Spinnen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So stuck bin ich in denen, ey. Beiß sie weg. Jetzt komm du noch her. Der hat schon wieder neue gemacht, der Drecksack. Okay, aber die sind auch weg. Oh, das war ja easy. Kam mir vor wie ein Bosskampf hier. Gemoddet hat eine Suchos? Oh mein Gott, die gibt es? Atlantik. Ey, so einen will ich haben. Aber so was von. Und die geben keine Halt, ne? Ich hätte endlich mal Frostheit haben können. Schade. So. Willkommen in der Gang. Und einpacken. Aua. Aua. 140er Frostbrutmutter. Heal. Oh no. Ich dachte, die nehme ich noch schnell mit. Aber die nehme ich nicht so schnell mit. Oh Gott. Ich will hier raus. Ich will einfach nur nach Hause, bitte. Wie die Brutmütter einfach ein Raptor als Bild haben. Was sehe ich denn da? Da, Männchen und Weibchen sind am Start. Ich hätte jetzt auch gern so eine Mutationspotion. Die ziehen wir uns hier schnell ab. Roboter, was machst du draußen? Hä? Hallo, du sollst keine Sachen suchen. Du sollst nur Sachen sortieren. Und dann schmeißen wir die mal vorher rein und hoffen dann, dass die fahren können. Oh, nö, die können nur wandern. Oh, nö. Da können die vielleicht durch Wandern fahren? Dafür bräuchte ich irgendwie einen Hitchpost oder sowas. So, Hitchpost wurde gemacht. Anbinden. Genauso dich auch anbinden. So, und jetzt dürft ihr wandern. Es sieht nicht gut aus, Leute. Ich glaube, man kann die nicht paaren. Aber es war mir fast ein bisschen klar, weil die sind echt stark, habe ich das Gefühl. Die sind richtig stark. Dann werde ich zumindest die 150er komplett ausleveln. Vielleicht gucken, ob ich den Sattel ein bisschen upgraden kann.
Und dann gehen wir mal gucken, was der Boss ist. Weil ich glaube, mit Frost mache ich irgendwie mehr Damage an Natur oder so. Ich habe das noch nicht so ganz gecheckt. Ich glaube Natur. Und dann können wir vielleicht so einen Naturboss machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken gleich mal. So, komplett ausgelevelte Brutmutter. Wie viel Damage macht die an Natur? 117.000. Und ich weiß, an dem Feuer hat er fast gar nichts gemacht. Am Feuer 10.000, also viel, 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 viel weniger. Wir sollten also, wenn es geht, gegen den Naturgegner kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob man da irgendwas auswählen kann. Das Strike sieht so lustig aus. Okay. Ja, ich würde gleich mal so eine Boss-Arena wieder aufstellen und mal gucken, was da so zur Auswahl ist. Ob da überhaupt irgendwas zur Auswahl ist. Aber vorher würde ich gerne noch ein paar Frost-Sachen verprügeln, dass ich vielleicht echt den Sattel upgraden kann. Weil ich glaube, das wird super viel helfen. Yo, das ist Frost-Gorilla. Das ist ja super wild. Davon habe ich auch noch gar keinen gesehen, glaube ich. Oh mein Gott. Was macht der für eine Riesen-Hitbox? Oh, ich wollte jetzt gerade ein bisschen hier rumlaufen, um vielleicht ein paar Wyvern zu sehen und die wegzukloppen. Für Hide halt. Aber Gorilla wäre auch lustig. Kann ich von ihr schießen? Nee, ne? Ja, natürlich wieder nicht. Ich weiß auch gar nicht, welches Level er ist oder so. Das müssen wir gleich erst gucken. Sonst kriegt er eine drauf. Okay, er ist direkt vor uns. Level 25. Natürlich nur Level 25, so wie wir es kennen. Oh, und der ist, glaube ich, gerade voll in die Bionic reingerannt. Das könnte schon sein Ende sein. Nee, er lebt tatsächlich immer noch. Ich weiß nicht, ob ich da hin sollte, wenn der gerade schon fast hochgegangen ist. Ey, Äffchen, komm mal her. Äffchen, bitte. Komm mal her. One-Shot. Okay, das war entspannt. Das war sehr entspannt und erfolgreich. Und die kleinen Affen sind alle von ihm, hä? Ich habe halt null Movement Speed geskillt, weil ich dachte, das wäre wichtig, dass er irgendwie überlebt. Aber jetzt bereue ich es gerade ein bisschen. Okay, es gibt Dinge, die kann man nicht auslassen, Leute. Kolossos Ice Wyvern. Und die ist nicht irgendein Level, sondern die ist Level 165. Also die ist halt über Max-Level. Ich weiß nicht mal, wie hoch die sein können. Ich weiß auch nicht, wo die gerade rumfetzt da oben. Die ist wild und die brauchen wir. Also das ist alles, was ich will. Das ist alles, was ich will. Diese Wyvern. Und wir holen jetzt unseren Griffin und CMD. Aber sowas von. Das ist doch so krass. Und die da hinten hauen wir weg für ein bisschen Hide. Hallo, liebe Wyvern, Sir. Wir kommen halt nicht ran. Du musst schon herkommen. Wir sind halt wie ich sehr, sehr langsam leider. Danke. Oh, ich habe absolut nicht getroffen. Schade eigentlich. Oh, ein Hit, die war weg. Habe ich halt bekommen? Nice. Und ab nach Hause. Ständig habe ich irgendeinen Plan und nehme mir irgendwas vor. Und dann am Ende kommt da sowas bei raus. Ich wollte eigentlich jetzt gucken, was es für Bosse gibt. Aber jetzt haben wir da eine Kolossus Frostwyver, die wir zählen müssen. Bin gespannt, wie das Ganze läuft, weil ich glaube, das wird nicht mal so einfach. Oh mein Griff ist nicht mal full life. Oh mein Gott. Okay, und ich hätte vielleicht... Ja, egal, sie ist schon sauer, glaube ich. Oh, ich habe sie getroffen. Oh, no. Okay, ich habe sie nochmal getroffen. Okay, sie hat mich auch getroffen. Sie macht super viel Damage. Und die macht 30k Damage? War das richtig gerade? Oh mein Gott, hä? Warum? Oh, wenn die Heal Potion hier noch gegen... Oh, jetzt ist vorbei mit Heal Potion. Jetzt ist vorbei mit Heal Potion. Ich muss abhauen. Ich kann dich abhauen. Oh, das war's. Das war's. Das war's mit meinem Griffin. 100%. Ich kann die höchstens Feuer ausnocken oder so. Nee, kann ich nicht. Mein Griffin ist so hinüber. Oh mein Gott, hätte ich weiter drauf geschossen, hätte ich es vielleicht gehabt. Oh, die Heal Potion, kann ich die wieder benutzen? Was hat die für eine Cooldown? 12 Sekunden noch. Oh, nee. Ist das ärgerlich. Heal Potion 4? Nein. Das ist so ärgerlich. Oh, no. Oh, das war so knapp. Oh, das war so knapp. Aber ich habe richtig viel Topo gemacht. Ich muss da nur schnell wieder hinkommen. Ah, ist das Bett in der Nähe? Ich glaube, das ist sogar so halbwegs in der Nähe. Aber da bin ich halt nackig. Okay, das ist sehr in der Nähe. Vielleicht können wir da schnell rüberrennen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob die schon wieder sauer ist. Ich glaube, die ist schon wieder so ein bisschen sauer. Ich glaube, die mag mich nicht. Oh nein. Ich höre irgendwas. Was habe ich da gerade gehört? Ich weiß es nicht. Irgendwas hat er gerade geschrien. Okay, Topo noch da. Bin halt nackig. Kann ich mich wieder anziehen? Oder die Rüstung ist kaputt. Okay, das war auch kein Hit. Was hat die für eine Hitbox? Hallo, Wyvern, bitte. Oh Mann, die verliert recht schnell Topo. Das gefällt mir gar nicht, weil ich weiß nicht, womit ich das sonst machen könnte. Mein Tüler wird halt auch super schnell drauf gehen, außer die Heal Potion hier ein bisschen gegen. Aber ich komme ja auch mit dem Tüler da nicht viel näher ran, als ich jetzt gerade dran bin. Das wird kacke, glaube ich. Und ich fliege runter, oder? Komm her. Komm her, du dicke Wyvern. Das muss doch ein Hit sein. Hä? Ich glaube, das backt rum. Jetzt ohne Witz. Ich habe, glaube ich, einen Archie dabei oder so. Ich könnte mich halt fallen lassen, dann werde ich so aus der Luft gesnackt, ne? Dann hätte ich zumindest mal wieder einen Hit drauf. Ein Hit drauf landen wäre wahrscheinlich auch gerade nicht so bad. So, wir fliegen mal kurz höher. So, ich steige hier einfach mal ab und mache den Fallschirm, oder? Ja, komm. Junge, warum sind die FPS so schlecht bei Frost? Das ist so krass. So. Ich würde dich gerne einpacken. Hallo.
Okay, das habe ich noch geschafft. Und jetzt lande ich easy den Hit. Gleich. Werdet ihr sehen. Oh, das war echt ein Hit. Vielleicht zwei? Oh, zwei sogar? Okay, dann wurde ich genascht. Ah, zwei Hits sind okay, oder? 237.000 Topor. Ey, wir haben es halt fast. Es muss wohl nochmal die altbewährte Strategie her. Mit dem Fallschirm. Aber ich finde den gerade gar nicht wieder. Wo ist der hin? Ey, wenn der weg ist, ne? Dann beiße ich mir so in den Arsch. Mit Videobeweis. Ey, jetzt mal ernsthaft, ich finde die nicht. Oh Gott, da ist sie wieder. Und die ist jetzt unten. Oh, ausgerechnet jetzt. Okay. So. Okay. Und jetzt machen wir Fallschirm-Action. Das wird ein Hit. Nee, wird's nicht. Ah, fliegt die schon wieder auf mich zu. Oh, das war fast ein Hit. Die ist halt direkt neben mir. Oh mein Gott, ja, okay. Ja, mach schon, töte mich. Töte mich. Mach einfach, ist okay. Ich glaube, ich hole mal einen Tüler von zu Hause, auch wenn ich nicht weiß, ob der mir irgendwie hilft. Rüstung brauche ich halt gar nicht reparieren oder so, das bringt absolut gar nichts. Ich war halt eh One-Hit, von daher, das lassen wir mal. Aber der Kollege hier kommt mit. Wenn ich jetzt einen Hit lande, guck mal zum Beispiel jetzt gerade, wo die da so schön still steht. Ach, Mano. Dann kann ich... Oh, und ich brauche sogar noch einen. Wow, jetzt habe ich die Tüler geholt für einen Hit, oder was? Das war's schon wieder. Das muss doch ein Hit sein. Guck mal, da ist Blut gespritzt sogar. Hit. Selber ausgenockt. Oh mein Gott, 30 Sekunden ausgenockt. Warte. Hä? Oh mein Gott, Topo geht gerade noch hoch. Die ist gleich wieder wach. Zwei Kibbel. Ist schnell. Ist. Du hast keinen Hunger. Ich habe keine Narkosemittel dabei. Aber ist das Troll oder so? Vielleicht? Nice, ein Kibbel hat er auch schon gegessen. Oh mein Gott, ich habe eine Kolossus Frost, Wyvern. Oh mein Gott, wie nice. Das ist einfach Minuten, ne? Das war 38 Minuten. Ich dachte, das wäre Sekunden, ich Trottel. Ich habe ihn gezähmt. Oh mein Gott, ey. Kolossus Frost, Wyvern. Was mir gerade aufgefallen ist, das wird einfach Kolossus, wird als Trade angezeigt. Kann man dann so einem Kolossus den Trade wegnehmen und dann wird er klein und dann kann man denen einem Baby geben und der wird dann groß? Ich habe so viele Fragen und ich glaube, wir werden darauf gleich eine Antwort finden. Aber ich nehme nicht der Frostwyvern das weg, sondern meinem Argy. Junge, guckt euch die Wyvern an. Die ist so groß wie mein Haus. Die ist... Junge, was zum Teufel. Ah, und da backt man auch nur ein bisschen drauf rum, hä? Huh? Ich komme da gar nicht wieder runter von der Wyvern. Ich wollte nur absteigen. Okay, ich habe jetzt mal so einen Gen-Tracker gemacht, weil das will ich wissen. Ich bin gerade überfragt. Er zeigt gar nicht an, dass die Traits haben. Aber Spyglass wird einem angezeigt, dass die Kolossus sind, tatsächlich. Er stand da vorhin dran, als er da rumlag. Da steht 1 Kolossus. Seht ihr das? Ich dachte, das kann man den vielleicht wegnehmen. Aber anscheinend nicht. Warte, ich piek sie mal an. Nee, man kann eben nur das hier wegnehmen. Okay, langweilig. Kurzer Damage-Test, 11.000. Warum nur 11.000? Warum nicht 30.000 wie vorher? Warum macht der viel weniger Damage, hä? Oder war es ein anderer Angriff? Warte. Der kann schon mal gut Holz und Stroh farmen. Unglaublich, das ist, was wir brauchen. Aber ich will eigentlich Damage machen. Das macht ja gar kein Damage. 60 Schaden. Was habe ich da? Oh mein Gott, das war es komplett. Also der Rechtsweg ist ja komplett kacke. Ja, nee, was anderes kann der auch nicht, glaube ich. Das war's, Leute. 14.000 Damage. Das ist es. Nicht so geil, wie ich dachte. Ich wollte gerade diese Boss-Arena wieder craften. Aber tatsächlich macht man die Bosse jetzt einfach im Tisch anscheinend. Kann das sein? Das ist ja wild. Und es gibt wirklich Frost, Earth, Hydro... Nature Boss. Gibt von jedem einen Boss. Hä, ich würde voll gerne gegen den Nature Boss kämpfen und gucken, ob ich an dem so viel Damage mache. Kann ich das Ding so craften? Mir fehlen Nature Essence. Okay, die kann ich aber machen, weil ich habe diese Nature Core, habe ich. Und dann halt nur diese Skulls, aber die habe ich dabei. Vielleicht machen wir einen Boss, Leute. Wir testen mal, wie das so ist gegen unsere neue Brutmutti. So, Nature Essence ist am Start. Und jetzt Boss, hier zwei, Nature Boss. Ich hoffe, der sammelt nicht direkt. Okay, tut er nicht, sehr gut. So, den nehmen wir mal mit. Ja, ich habe noch keinen besseren Brutmuttersattel gemacht. Das können wir jetzt aber noch eben machen. Oh, man kann die Sattel gar nicht upgraden. Oh, no. Das ist ja auch schrecklich. Ich glaube, wir haben ein Problem, Leute. Wir werden einfach so in den Kampf gehen. Ich dachte kurz, das ist ein Demonic Raptor, aber tatsächlich ist es nur ein Kolossus Raptor, also egal. Ich würde sagen, wir spawnen den einfach hier und legen dann los. Wo bin ich mit meinen Heal Potions hingegangen? Schon wieder hatte ich irgendjemandem richtig viele reingedrückt, anscheinend. Ah, schon wieder die Hälfte verloren.
Oh, egal, komm. Ist egal, was soll's. Dann machen wir unsortiert. Packen wir die mal ganz nach vorne. Und dann spawnen wir den Nature-Boss. Und der könnte natürlich absolut unsere Brutmutter wrecken. Das kann sein, dass es gleich sehr schnell vorbei ist. Aber muss es getestet haben, Leute. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Überhaupt nicht. Ich habe mich null spoilern lassen. Ich weiß nichts. Oh mein Gott, wo ist der? Der ist oh mein Gott. 15,6 Millionen Leben. Ah, ich mach dem super viel Schaden. Hier pauschen. Warte, warte, warte. Ich mach dem super viel Schaden. Der hat keine Chance. Also, er macht mir auch richtig Damage. Ah, ich viel mehr. Junge, die Brutmutter ist broken gegen Nature. Der healt auch so ein bisschen, aber es juckt einfach gar nicht. Der ist tot. Der ist so tot. Der ist weg. Wo fällt er hin? Was macht der? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein Ei bekommen oder sowas. Nee, ich habe ein Ei freigeschaltet. Hier, irgendwie das hier. Nature Titan Egg Incubator. Wie geil ist das denn? Und ich habe ihn besiegt. Und ich habe irgendwie Samen bekommen. Hier, da. Nature Seed. Wir müssen wieder rüber. Ab nach Hause. Ey, die Brutmutter hat absolut abgeliefert. Aber richtig. Die ist so OP, ey. Eine Heal Potion rein und gib ihm. Jetzt muss ich hier erstmal irgendwie neu anpflanzen. Stellen wir hier einfach noch einen Croplot hin. Und pflanzen den Kollegen hier mal an. Und hier können wir das Ei machen. Ich glaube, das kann ich mir auch leisten. Tatsächlich kann ich mir das leisten. Ich weiß noch nicht, was da auf uns zukommt, wenn ich das Ding mache. Oh, da. Wir haben die ersten Nature Fruit. Nice. Und das Ding ist riesig. Oh mein Gott. Das ist ein richtig dickes Ei. Und jetzt, was macht man damit? Oh mein Gott. Dafür braucht man richtig viel Kram, um den craften zu können. Aber richtig viel Kram. Das kann ich mir nie leisten. Okay, Blut ist alles kein Problem, glaube ich. Nature Boss, geil. Den habe ich gerade bekommen wahrscheinlich. Ja, den habe ich bekommen. Diese Sushi ist auch okay. Die 20 Nature Kibble ist teuer, aber okay. Aber woher bekomme ich ein Nature Heart? Das weiß ich nicht. Und das habe ich noch nicht bekommen. Nicht, dass ich das auch von dem Boss bekommen hätte. Oh, und der ist dann auch noch wild. Das ist alles crazy. Ich würde das gerne machen. Aber mir fehlt das Herz. Sonst würde ich das vielleicht nächste Folge machen. Ich weiß noch nicht, woher ich das bekomme. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.